Stolze geht durch gegen zwei und jetzt steht es 0-2. Adamian, der Torschütze. Stolze geht. Hatte sich so ein bisschen abgezeichnet, Köln ohne allzu große Gegenwehr in den letzten Minuten. Das sieht man auch hier. Ja, 3 gegen 2, wenn sie schnell spielen. Drüben ist Adamian blank. Und der macht's alleine und es steht 4-1 für Regensburg. Klasse Tor von Adamian. Ja, 3 gegen 2, wenn sie schnell spielen. Drüben ist Adamian. Ballverlust von Schaub und dann das Umschaltspiel. Dann sind sie 3 gegen 2. Album nicht da, Adamian und Al-Ghadioui. Adamian, Grüttner, Grüttner und Adamian. Adamian, Tor! Regensburg kommt wieder rausgezogen aus der Dreierkette. Grüttner nicht im Abseits. Und dann kriegt er jetzt eventuell von der Statistik. Vieles ist Kopfsache. Wir haben über die Niederlage im Derby gesprochen. HSV, dann dieses 0-4 Sandhausen, das so viel gekostet hat. An Mentalität, an Schwung, an Selbstvertrauen. Und dieser Sieg kann eine Menge bringen. Noch einmal eine Chance. Adamian, 3-4 aus Sicht. Kein Abseits. Reguläres Tor. 12 Tore Adamian, 12 Torvorlagen. Fantastische Werte. Zagis Adamian. Aber aus meiner Sicht sehr fragwürdig. Und die Chance ist da für den Jahn zum Ausgleich. 16. Minute, 1-1. Regensburg gleicht aus. Durch Zagis Adamian. Nach diesem umstrittenen Handelfmeter und gelb gegen Gieckewitsch. Eiskalt geblieben, Adamian. Die Mannschaft verfügt über eine großartige Moral und trifft hier, trifft zum 2-1. Völlig überraschend, der Ball war im Grunde zweimal geklärt von Heidenheim. Au, da darf er nicht mehr durch. Einmal, zweimal. Eine Dreierreihe mit Holpi rechts, Janicic in der Mitte, Wang links vorne, Lasorga, aber das ist jetzt Adamian! Zagis Adamian! Minuten ohne Tor gehen Bayern Regensburg. Erfolgreich irgendwelche Fehler. Adamian, Adamian, immer noch Adamian! Oh, ist das ein schönes Tor! Ist das ein schönes Tor! Den Klingmann raucht er komplett in der Pfeife auf. Und als der Nächste kommt zum Helfen, zirkelt er die Kugel ins lange Eck. 16. Spielminute, 1-0. Läuft auf Reserve, der Schleusener. Sonst wäre es vielleicht gefährlicher geworden. Und das ist die Chance und das ist das Tor. Ist das irre? Ist das irre? Der beste Mann auf dem Platz. Adamian trifft hier zum 2-2. Verdient, nicht verdient. Regensburg wird es herzlich wenig interessieren. 60 Sekunden vor Ablauf der Partie. Liegen lässt. Geipel. Fein, Geipel geht nochmal fein, fein und Adamian, was für eine tolle Kirsche, der Jan ist wieder da. War das abgezockt vom Adrian vorhin mit aller Ruhe, spielt er den aber punktgenau auf den Schuh von Adamian. So, sechstes Saisontor. Zweimal haben sie von der Fahne kommend schon getroffen. Geipel übernimmt das. Kriegt den zweiten Ball. Kopfballchance zum Tor. Geipel bedient Adamian. Schauen, Riemann.
Zweite Flanke gut, keine Abseitsposition, alles in Ordnung, weit gezogen. Oh, der war gut, der war sehr gut und das ist die Möglichkeit und das 1-0. Flüssig und so schnell kann es gehen. Schauen Sie mal, hier. Ach, da sehen Sie schlecht aus in der Abwehr. Na, zwar hat den Ball. Hat fast immer den Ball. Das war auch nicht anders zu erwarten. Und dann macht Pollersbeck den Fehler. Und hat ihn nicht. Und das muss das 1-0 sein. Das ist das 1-0. Sargis Alayam. Sakai mit dem Rückpass. Und dann versucht das irgendwie spielerisch zu lösen. Und verzockt. Das ist ja auch schon so vorgegeben. Doppelpack, Sargis Adamyan, Freistoß Geipel. Der kommt nicht verkehrt und Dreierpack und Hattrick. Das ist eine der bisherigen Geschichten in dieser Zweitligasaison. Sargis Adamyans Hattrick in Hamburg. Kein Abseits. Sauber. Sakai hinten drin. Und. Damian. Bis. Damian macht das 2-0 und zweimal schenkt St. Pauli den Auswärter ein Tor. Und die sind eiskalt, die Regensburger. Die sind kalt wie eine Hundeschnauze. Also Grüttners Ball ungefährlich. Nach einer. Dem Freistoß. Und da ist das Tor! Da ist das Tor! Da ist das Tor! Da ist das 4-3! Gibt's doch überhaupt nicht! Gibt's doch überhaupt nicht! Nach 0-3, 4-3. Und der Adamyan. Der kann sich eintragen und kann sich freuen. Und wenn es jetzt ganz blöd läuft, dann steht es 0-2. Und genau das war zu schnüffeln. Und der Torschütze ist Sargis Adamyan. Du liebe Zeit. Was haben wir denn? 23:37. Das sind 2,5 Minuten. Jetzt jubeln sie und der Ball war drin. Tor für Jan Regensburg. Achim Beierlorzer schaut noch ein bisschen ungläubig. Aber die Entscheidung des Schiedsrichters steht. Damir Buric. Und wir schauen noch mal auf die Aktion. Und der Ball war definitiv drin. Und haben sie angefeuert bis zum Schluss. Und das ist die Chance. Und da ist das Tor für Jan Regensburg. Da ist das 2-1. Achim Beierlorzer und seine Jungs auf der Bank. Und Damir Buric erklärt, warum das gerade schiefgegangen ist. Sascha Burchardt ist sauer.